Yo, willkommen zurück, Hombres. Hier geht's immer weiter in dieser steinigen Steinwelt. Und Donkey Kongs wackelndem Ass. Okay, das ist ein Leben. Will ich das Leben? Ich weiß nicht. Ich will mal gucken, ob... Wenn die Gelegenheit es zulässt, nehme ich es mir. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich glaube, die Gelegenheit lässt es schon zu. Okay. Das war ein Hammer und das ist der andere Hammer. Moment. Zack. Zack. So, die halten ja nicht ewig, diese Hämmer. Ah, verdammt, ich wollte den Kerl doch noch töten. Ob ich das noch hinkriege? Ah! Mist. Ich ging davon aus, wenn ich den Hammer auffange, werde ich ihn noch haben. Und nicht, dass er genau dann verschwinden wird. Das war wirklich... Das war wirklich Millisekunde, die ich den Hammer auch hatte. Ach, da komme ich nicht hoch. Okay, so, dann nochmal der ganze Spaß. Ich wollte unbedingt diese Kerle töten. So. Aber diesmal schaffe ich das doch, oder? Oder auch nicht. Naja, komm, den zumindest. Oh, wow. Okay, er hat einen Scheiß drauf gegeben, dass ich diesen Hammer habe. Er dachte, ich komme trotzdem und töte den. War dem scheißegal. Krass. Bei dem Scheißegal. Kann man nichts machen. Also der Hammer ist keine... Scheiße, der Hammer ist wirklich keine Garantie, die Gegner zu töten. Wenn die durchkommen, dann kriegen die mich trotzdem. Das ist mies. Okay. Gut. Ich darf dem Hammer nicht so viel Vertrauen schenken. Das ist mein Fehler. Zurzeit. Komm. Ne, den will ich nicht mehr. So, jetzt können wir die Musik mal wieder von vorne hören. So, okay. Na komm, ich verlasse mich da jetzt nicht drauf. Ich lasse mal den Hammer weg. Und verliere damit. Ja, ich... Okay. Wisst ihr, was mein Problem ist? Also erstmal, ich komme nicht hier runter, das ist mein Problem. Aber mein größtes Problem ist, ich habe mich so sehr darauf fixiert, mit dem Hammer Gegner zu töten, dass ich gar nicht mal darauf einen Gedanken verschwendet habe, mal zu gucken, wie überhaupt dieses Level funktioniert. Habe ich mich überhaupt nicht mal mit auseinandergesetzt. So, die Sache ist, ich muss all diese Steinblöcke entfernen. Gegner, gut, kann man nebenbei auch. Und ich bleib schon stehen. Ich renne nicht mal in die Gegner rein. Wisst ihr, was eigentlich ja die Chance erhöhen sollte, dass ich sterbe? So, ich denke mir, ich bleib einfach nur stehen und dann masht sich das schon. Selbst das ist nicht meine Garantie. Nee, ich muss die ganzen Blöcke entfernen. Oh, das regt mich auf, Freunde. Wenn ich so sterbe, dann regt mich das auf. Okay, vielleicht... Geht es ja diesmal. Es ist so eine Zufallsnummer. Mal treffe ich die, mal treffen die mich. So. Dann hier noch. Mit den anderen. Mit dem anderen muss ich da unten. Da oben. Ach, was ich. Nee, aber das kann es ja auch nicht sein. Oder etwa doch? Weil jetzt habe ich ja die nicht aufgemacht. Aber vielleicht muss ich das ja auch gar nicht. Doch, muss ich. Hey, was zur Hölle? Wofür ist der überhaupt hier? Wofür ist der? Ich meine, ich kann den hier machen. Und dann kann ich hier hoch. Mit Hammer komme ich hier sowieso nicht mehr runter. Nein, okay. Brauche ich auch keinen anderen Knöpfe drücken. Nee, ich muss... Kriege ich denn mit den beiden Hämmern alles nicht getötet, alle Blöcke zerstört? Rechtzeitig. Das wird doch zeitlich zu knapp. Das wird zeitlich sehr knapp. Okay, wunderbar. Okay, okay, das soll ja sein Job schon... Ach, die respawnen wieder. Oh. Ich dachte, Hammer, wenn er weg ist, ist er weg.
Na gut, wenn das so ist. So, jetzt haben wir eine Möglichkeit, dieses Level auch zu schaffen. Und hier kann ich auch nur meinen berühmt-berüchtigten Spruch sagen, den ich seit diesem Spiel habe. Es hätte auch viel schneller gehen können. Weil jetzt haben wir echt 5 Minuten an diesem Level gesessen. Und das hätte ich bestimmt auch in 2 schaffen können. Help. Ja, helfen wir mal. So, wir haben ein Trampolin. Glaube ich zumindest. Den ich irgendwo verwenden kann. Aber ich bin schon überfordert bei der Frage, wo. Oh. Gut, damit hatte ich das wohl auch erledigt. Ja gut, vergessen wir erstmal das Trampolin. Ich guck mal, was sonst noch so abgeht hier. Ein Skorpion. Geht ab. So, der wird wohl die Richtung verändern. Ich wette, es hat auch... Oh, komm schon. Es hat auch bestimmt irgendwo seinen Sinn. Hier verballere ich jetzt meine Leben, aber vom Allerfeinsten. Nein. So geht das nicht. So funktioniert der Spaß nicht. So funktioniert höchstens Weltrekord im sich umbringen in diesem Level. Ja, das, so geht das wahrscheinlich. Aber wisst ihr was? Warum mache ich das nicht einfach doch nochmal? Wisst ihr, warum denke ich mir nicht einfach, hey, ich habe es heute gesagt, so geht das nicht, aber ich mache das einfach mal trotzdem noch einmal. So. Okay. Jetzt haben wir schon mal den ersten Schritt erreicht. Wir kommen hier hoch. Oh Gott, oh Gott. Okay. Ja, ich guck mich ja noch um. Ich glaube, das muss ich ja hier machen. Damit ich überhaupt wieder runterkomme, ne? Dann ist halt diese Tür hier zu. Dann muss ich die halt wieder... Ah, Mist. Oh, cool. Ja, ich habe den Schlüssel so gesetzt. Ach, da kann ich auch genauso gut sterben gehen. Ich habe den Schlüssel so geworfen, dass ich nicht mehr rankomme. Ich habe gedacht, ich könnte den Skorpion damit töten. Manche Gegner kann man ja töten mit dem Schlüssel. Den nicht. Da ging's, habt ihr gesehen, es ging ja durch ihn durch. Okay, ging nochmal gut. Diese Sprung-Soundeffekte. Ah ja, da muss ich hin. Okay, soweit so gut. So, diesmal werfe ich ihm besser nicht ein, wo ich ihn nicht mehr nehmen kann. Oh, das gefällt mir nicht. Wohl doch. Ich find's auch nett, irgendwie. Oh, guck mal, da war ein Leben versteckt. Dass immer, wenn ich über so einen Gegner springe, dass immer dieser eine Soundeffekt kommt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dafür Punkte krieg. Beim originalen Donkey Kong, wenn man über ein Fass springt, kriegt man ja 100 Punkte oder so. Und dieser Soundeffekt kommt ja auch. Okay, Junior ist wieder da. Wie wird denn eigentlich erklärt, dass er manchmal da ist und manchmal nicht? Oh, hier muss ich wieder ein Rätsel lösen. Also, wir setzen den hier hin. Und den wohl vermutlich hier hin. Nein, das war falsch. Ich meine, schön, dass ich noch lebe. Wir setzen den diesmal hier hin. Oh, das sah auch nicht nach einer guten Entscheidung aus. Und den hier hin eigentlich. Aber gleichzeitig muss ich auch den Schlüssel nehmen. Ich kann nicht von da abspringen. Tja, da kann man nichts machen. So, das Level gefällt mir nicht, weil hier muss man seinen Kopf benutzen. Und das
das ist eigentlich nicht meine Stärke. Würde es auch Sinn machen? Doch, das macht vielleicht sogar mehr Sinn. Den zu nehmen? Irgendwie? Dann, na, nicht so. Ne, dann wollte ich eigentlich hier wieder hoch. Ja, toll. Ja, super, dieses Pflanzenviech hat mir jetzt alles kaputt gemacht. Ich hab's immer noch nicht so ganz raus. Ich meine, ich könnte das hier machen. Nimm den, werf den mal hier runter. Na, ugh, nein. Wie mache ich das denn? Wie habe ich es denn eben gemacht, dass ich auf der Leiter aber trotzdem das andere Ding berührt habe? Das habe ich nur einmal geschafft. Scheiße. Ich wette, ihr habt das schon längst raus, wie das geht. Nein. Aber ich komme da jetzt nicht drauf. Ich meine, von mir aus, machen wir es so rum. Bauen wir uns eine Leiter hier runter. Und hier wieder eine Leiter rauf. Aber nicht festhalten an der Leiter. Gut, ich habe auch nicht den Boden richtig berührt. Das ist doch meine Schuld diesmal. Also zumindest was die Tode durch nicht festhalten angeht. Ja, ich will dieses Ding da. Das hier will ich berühren. Aber ich weiß nicht wie. Vielleicht so? Ne, da kann ich mich ja auch nicht da festhalten. Das ist ja auch Nonsens. Ach Gott, was mache ich denn hier? Ich guck mal, was hier so passiert. Ich meine, ich kann hier das machen, kann das hier töten. Muss ich ja auch, um mir den Weg hier frei zu machen. Aber das löst immer noch nicht. Oh, na, natürlich dachte mich. Nur, aber ich komme nicht drauf, wie ich den Schlüssel da runterkriege. Ich sehe es nicht. Ich komme da jetzt gerade nicht drauf. Eigentlich ist mir schon ein bisschen peinlich, dass ich überhaupt so lange brauche. Wie habe ich das denn eben gemacht? Ich habe das so... Ja, glaube ich. So, jetzt drum tun wir den... hier hin? Nehmen das... Okay, wir sind mit dem Schlüssel da. So, jetzt wird's aber... Jetzt kommt's auf, nicht auf Nachdenken an, sondern auf Geschicklichkeit. So, und ich habe nicht viel Zeit. Ich... Oh Gott. Ich hab's einmal in meinem Scheißleben geschafft, diesen Schlüssel da runterzubringen. Und dann muss alles andere schief gehen. Ich muss nur mit dem Ding alles kaputt machen. Aber das mache ich jetzt vorher. So umständlich das auch ist. Das mache ich jetzt vorher. Oh, komm schon. Komm. Wieso ist denn der diesmal nicht respawned? Beim letzten Level ist das auch respawned. Aber dann, wenn ich es brauche, respawnt er nicht mehr. Okay, gut, Botschaft angekommen. Boah, fuck, was ist denn los? Auf einmal kriege ich gar nichts hin mehr in diesem Spiel. Ja, was habe ich denn jetzt kaputt gemacht? Ja, okay, gut. Zumindest haben wir da schon mal geschafft. Heißt ja noch nichts, das andere Viech kann mich auch noch töten. Ach, jetzt ist er wieder da. Warum diesmal schon? Weil ich es diesmal nicht brauche, oder was? Das ist ja eine Sache. So, wie habe ich das jetzt eben hinbekommen? Ich habe die Befürchtung, das ist etwas, was ich jetzt nicht jedes Mal schaffen werde. So, ich habe die Leiter hier hingesetzt. Gut, ich berühre das. Wunderbar. Den lege ich, ich glaube, hier hin. Und dann beeile ich mich damit dahin.
Laufen, zack, fallen. Okay. Hab's. Wunderbar. Okay, das war, glaube ich, bis jetzt der unproduktivste Part. 3 Levels. Naja, gut, machen wir hier weiter.